and gentlemen, ich freue mich auf den großen Kampf von Andres Kaleida und Kevin Angst. Kampf im Mittelgewicht. Zwei erfahrene Kämpfer. Der 25-jährige Andres Kaleida gegen den 35-jährigen Kevin Hanks. Ring frei, Runde 1, First Round. Runde 1. So, und zwei, die den Kampfsport eben zum Leben gemacht haben, weil beide sind Trainer. Beide sind aktive Kämpfer. Kevin Hanks mit seinem eigenen Gym sogar. Kick erstmal von Kaleida. Jetzt ein bisschen Hanks auch mit ein, zwei kurzen Kicks vorne auf die Oberschenkel. Links-Rechts-Kombination. Takedown abgekontert. Jetzt schon der erste Angriff. Oh, schau an. Würgegriff, Angriff. Hanks, jawohl, hat ihn da. Hat ihn sehr gut sogar drin. Der sieht sehr tief aus, der Griff. Baut sehr starken Zug. Ist auch wirklich ein bulliger Typ. Hat richtig das dicke war's. Oberarme. Und das war die, aber die ganz, ganz, ganz schnelle Nummer. So. Da waren 43 Sekunden weg oder sowas. Ich bin mir nicht ganz sicher. Viel mehr kann es nicht gewesen sein. Viel weiter hat die Uhr einfach nicht getickt. Gepasst. Hat den Takedown abgekontert. Konnte dann den Unterarm direkt über das Kinn bringen. Hat die Beine geschlossen. Konnte sowohl im Unterkörper als auch oben am Hals Druck ausüben. Das war bilderbuchmäßig. Ja, und vor allem sehr entschlossen. Hanks ist da richtig auf dem Rollgang. Hatte scheinbar auch so dieses Matchplanning. Ich gehe rein und von Anfang an Druck machen. Hier sieht man schön, Takedown abgekontert, Arm unter den Hals bekommen, die Beine geschlossen und das war's. Und das war so ein Ding, das wird er wahrscheinlich seinen Schülern jetzt in seiner Kampfsportschule als Lehrvideo zeigen. Ja, und zwar der eine kann zeigen, wie so wird's gemacht und der andere kann zeigen, so darf es euch nicht passieren. Ja, da guckt er wirklich richtig betroffen rein, Andres Kaleida. Ja, er hat ein bisschen leinhaft seinen Hals hergegeben. Und das darf mir natürlich nicht passieren. Er wirkt auch so ein bisschen zögerlich, so ein bisschen zu abwartend am Anfang. Ja. Und das hat Hanks aber sofort erkannt, hat das Ganze genutzt, hat sich gedacht, okay, wenn der andere erstmal hier noch so ein bisschen abtasten will, die Chance gebe ich ihm gar nicht. Das war der Klassiker. Das war der Klassiker. Relativ schlecht und unvorbereitet den Takedown gemacht, dann den Takedown abgekontert mit der Würgetechnik. Ja, wie ich es eben schon gesagt habe, schöner geht's eigentlich nicht. Ja, darfst du halt natürlich nicht beginnen, so nach dem Motto, ich probiere jetzt mal und wenn es nicht klappt, mache ich später was anderes. Weil hier gab es keinen später. Und ich erlaube mir einfach was dazu zu sagen, weil ich lange, lange in dem Sport gekämpft, unterrichtet und auch moderiert habe. Auch wenn der Kampf kurz war, ist es nicht, dass er schlecht war. Sowas kann schnell passieren im MMA, überhaupt gar nicht die Frage. Und ich bitte trotzdem um einen großen Applaus für beide Kämpfer, weil hier muss man erst mal ran. Schön, schöne Geste vom Publikum. Sportlich sehr fair, nochmal für beide wirklich auch zu klatschen. Ladies and Gentlemen, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ein offizielles Urteil. Referee Stoppage nach 41 Sekunden in der ersten Runde. Guillotine-Variante Schock. Der Sieg geht an den Mann aus Heidelberg, Kevin Hanks.